Und damit schauen wir direkt nach Beirut. Malte Geier ist uns jetzt telefonisch zugeschaltet von der Konrad-Adenauer-Stiftung dort. Er leitet das Büro im Libanon. Ich grüße Sie ganz herzlich, Herr Geier. Erstmal danke, dass Sie sich Zeit für uns nehmen. Und vielleicht die wichtigste Frage vorneweg: Wie geht's Ihnen? Wie geht's Ihren Mitarbeitern? Sind alle okay? Schönen guten Tag. Ihre Frage zu beantworten, geht es gut? Wir hatten noch bis in den späten Abend hinein, hatten wir natürlich eine sehr chaotische Situation, die aber leider auch weiterhin anhält. Unseren Mitarbeitern geht's gut. Wir hatten leichte Schäden an unseren Büroräumen, in den Privatunterkünften. Also je näher man sozusagen am Detonationsherd ist, umso größer werden die Schäden. Wenn Sie sich natürlich insgesamt die Schäden anschauen, dann ist das alles relativ. Wir haben, glaube ich, auch noch immer nicht ganz den Überblick über das tatsächliche Schadensausmaß. Herr Geier, wie haben Sie die Explosion erlebt? Wo waren Sie? Ich habe die Explosion erlebt, da stand ich unter einem Gebäude und man hat zuerst diese erdbebenähnliche Erschütterung wahrgenommen und einige Sekunden später dann die Detonation gehört. Und natürlich hatte man, also weil es dann überall Fensterscheiben regnet, dachte man natürlich, dass das sei unmittelbar das Haus, unter dem man steht. Und dann hat das eine Weile gedauert, bis dann wirklich auch klar war, beziehungsweise der Rauchpilz, der sich da über dem Hafen gebildet hatte, der hatte dann deutlich gemacht, dass es was weitaus Größeres ist und dass es auch im Norden Beiruts stattgefunden hat. Herr Geier, wie gestaltet sich der Tag danach im Moment in der Stadt, vor allen Dingen auch in den Krankenhäusern? Der Tag danach gestaltet sich insbesondere mit Aufräumarbeiten. Sie sehen, in allen Straßen ist eigentlich etwas zu Bruch gegangen. Wir haben hier einen Schadensradius, ich denke mal von auf jeden Fall 5 Kilometern beziehungsweise auch mehr. Es hieß ja auch bereits gestern Abend, dass man selbst auf Zypern die Erschütterung gehört hatte. Also da ist endliches Aufräumen angesagt. Es ist natürlich alles sehr improvisiert. Es gibt immer noch auch chaotische Szenen dazwischen. Sie haben die Krankenhäuser angesprochen. Da gibt es natürlich einen unheimlichen Ansturm auf medizinische Versorgung. Wir hatten gestern Abend auch Situationen, wo Krankenhäuser Patienten, Verletzte ablehnen mussten, sie wieder zurückschicken mussten, weil sie einfach nicht die Aufnahmekapazitäten hatten, um sich da um jeden Einzelnen zu kümmern. Und ich denke, das ist natürlich auch wieder ein strukturelles Problem. Wir haben ja bereits seit mehreren Monaten, deutet sich im Rahmen der aktuellen Wirtschafts- und Finanzkrise hier im Land, deutet sich eben auch eine Krise im Gesundheitssektor an, nochmal verstärkt eben durch die derzeit langsam wieder zuwachsende zweite Corona-Welle. Ist das Land überhaupt in der Lage, alleine jetzt mit dieser Situation klarzukommen? Es gibt ja Hilfsangebote mehr oder weniger aus aller Welt. Frankreich hat bereits 2 Militärmaschinen losgeschickt. Wird das reichen? Was braucht man? Also ich denke, unmittelbar am Tag nach der Katastrophe, während wir quasi noch gar nicht genau wissen, wie hoch das Schadensmaß ist, hatten wir Zahlen gehört, die der Gouverneur von Beirut vorsichtig vorgestellt hatte. Er ging zum Beispiel davon aus, ein Sachschaden in der Höhe zwischen 3 und 5 Milliarden US-Dollar. 200 bis 250.000 Libanesen sind obdachlos geworden durch diese Detonation. Also ich glaube, wenn man das sieht, da, derzeit hilft wirklich alles, was von außen in Libanon gebracht wird. Das sind beispielsweise eben auch Medikamente. Das könnten vielleicht auch nochmal bestimmte technische Skills sein. Wenn Sie zum Beispiel an das technische Hilfswerk denken, das dann doch auch wirklich nochmal eine besondere Expertise hat bei diesen Aufräumarbeiten. Es geht natürlich auch nochmal darum, dass man auch Gebäude absichert, also Stichwort kaputte Gasleitungen, die Elektrizitätskrise hatten wir ja auch davor schon. Wir haben jetzt zum Beispiel die Situation in vielen Wohnblocks, dass die Generatoren, die jetzt eigentlich nur noch nach der Zerstörung des Elektrizitätswerks Strom liefern können, dass die nicht angeschaltet werden, aus Angst, dass die dann eben auch kaputt gehen und dann keine Strom mehr zugeführt werden kann. Herr Geier, auf der Suche nach der Unglücksursache sind jetzt natürlich vor allen Dingen die Behörden auch vor Ort. Zum einen gibt es bereits erste Erkenntnisse, zum anderen, was sagen die Stimmen auf der Straße, was sagen die Menschen um Sie herum? Also die libanesische Regierung hat ja recht schnell angekündigt, gestern Abend in den nächsten Tagen, innerhalb der nächsten 5 Tage eben eine Untersuchungskommission
laufen zu lassen und dann auch erste Ergebnisse zu präsentieren. Dazwischen wurde eben auch schon bekannt, dass das im Hafen gelagerte Ammoniumnitrat, dass das von einem alten Frachter stammt, der im Herbst 2013 konfisziert wurde von den Behörden. Daraufhin hat man einige Monate später diese Nitrate eben gelagert, wie wir jetzt wissen, eben auch nicht abgesichert. Da ist natürlich jetzt auch die Frage in Richtung der Hafenbehörde bzw. der damaligen Betreiber und der damaligen Zuständigen für die Unterbringung dieser Stoffe. Auf der Straße macht sich natürlich auch gut breit. Ich glaube, das wird derzeit noch überlagert, einfach von dem Schockmoment. Wir erleben auch ein großes Momentum an landesweiter Solidarität. Das sieht man im Einzelnen. Man hilft sich in der Nachbarschaft. Jeder bietet jedem eine Unterkunft an, gerade auch zum Beispiel den Obdachlosen. Ich gehe davon aus, dass das eben auch ein weiterer Faktor sein wird, also die Wut auf das offensichtliche Versagen der Zuständigen, dass uns dann später, vielleicht in den kommenden Wochen, was sich möglicherweise dann auch wieder in einer Zunahme an Protesten auf der Straße niederschlagen könnte. Herr Geier, besten Dank, dass Sie sich all diese Zeit für unsere Zuschauerinnen und Zuschauer genommen haben, für die Beantwortung unserer Fragen. Alles Gute nach Beirut. Vielen Dank.